und herzlich willkommen zur 48. Folge unseres Let's Play No Man's Sky. Ups, jetzt ist die Raffinerie offline, weil sie keinen Treibstoff mehr hat. Hat sie mich abgebrochen und ich sollte ja nur 400 herstellen. Ne, 500 hatte ich, glaube ich, gesagt. Ist jetzt auch egal. Ich mache jetzt 500 und gut ist. So. Das ist das reine Ferrit und aus reinem Ferrit können wir dann magnetisches Ferrit machen. Damit können wir den Frachter upgraden im Grunde vom Lagerraum her. So, das kommt wieder in den Anzug und das kommt dahin. Dann laden wir das einmal auf und kriegen 250 von dem magnetisierten Ferrit raus. Und damit können wir dann ja die Frachterräume bauen. Also die Frachträume, nicht die Frachterräume, sondern die Frachträume bauen. Nicht, dass das jetzt Frachterräume sind, die ich da bauen kann. Schauen wir mal. Okay. Gut. Dann den hier gleich wieder aufladen. Und dann gucken wir mal. So, da haben wir das Maximale gebaut.
Dann setzen wir davon noch einen hinter. Nee, kann ich auch nichts mehr bauen. Gut. Frachter. Sehr schön, ich habe da jetzt viele, viele Lagerbehälter. Okay. Das heißt, als nächstes suchen wir dann tatsächlich diese Korvax-Anlage. Da geht's runter. So, dann können wir ja mal gucken. Pyrit. Jetzt habe ich es ins Raumschiff gepackt. Naja, ich wollte es aber in den Frachter packen. Aktiviertes Indium, siehst du, das haben wir schon. Technologie, genau. Und das sind die Lagerbehälter. Ja, dann haben wir auf jeden Fall hier im Frachter genug Lager. Und ich würde sagen, wir starten. Könntest du mir auch anzeigen?
doof? Wieso schießt du auf mich? Tja, ich weiß nicht, warum der auf mich geschossen hat. Wahrscheinlich hatte ich den versehentlich irgendwann zwischendurch getroffen, aber weil ich ihn versehentlich treffe, brauche ich mich ja nicht gleich beschießen. Sicherheitshalber jetzt mal hier gespeichert. Das ist ein Wächter. Okay, das heißt, diese Tür muss ich aufschießen. Oh, das kenne ich noch. Das war irgendwie nicht so schön.
weil die Wahrscheinlichkeit, hier zu sterben, nicht ganz gering ist. Vor allen Dingen, wenn hier direkt schon ein Wächter rumrennt. Na, gucken wir mal, ob wir das Ding geknackt kriegen. Reines Ferrit brauchen wir. 50 Stück. Muss ich herstellen. Ferritstaub. So, und hier brauchen wir nur 50. Mehr stellen wir jetzt auch nicht her. Das Terminal enthält ein Upgrade-Modul für meinen Exo-Anzug. Ich finde kaum Hinweise auf Apollo. Der Korvax hat diese Welt wohl bereits vor einigen Tagen verlassen. Anscheinend wurde er zu seiner Flottille zurückgerufen. Irgendwas bereitet ihm Sorgen. Dieser Ort scheint mehr als nur eine Fabrik gewesen zu sein. Es war ein Zuhause des Korvax, der hier lebte. Er scheint hier selbstständig experimentiert zu haben. Einer der internen Sensoren hat Bewegungen in der Fabrik aufgezeichnet. Er zeigt mir ein Video von der Lüftung zu meinen Füßen. Ich bin hier drin nicht alleine. Ich leuchte die Stelle an. Es ist eine kleine, haarige Kreatur, der vor Angst zittert. Sie gibt einen Schrei von sich. Das Tier scheint schon eine Zeit lang hier gelebt zu haben.
In der Ecke sind ein Nest, Essensreste auf einem kleinen Teller oder so und sogar Spielsachen zu sehen. Das Tier scheint dem Korvax gehört zu haben. Laut meinem Scanner ist es schwer krank. Es wird auf jeden Fall sterben. Heilung ausgeschlossen. Heilung ausgeschlossen. Nee, komm, dann erlösen wir es. Als das Tier mich traurig ansieht, schieße ich einmal mit meinem Multiwerkzeug. Es zittert jetzt nicht mehr. Das Leiden hat ein Ende. Ich verlasse den Fabrikkomplex. Ja, 23 Sekunden suchen die Wächter noch. So lange bleiben wir hier. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Mein Hauptschiff will ich ja gar nicht. Ich will erstmal mein Schiff haben. Da in die Richtung. Da ist es. So, ab ins Weltall. Gute Arbeit. Der Angriff auf die Fabrik hat sich ausgezahlt. Konntest du nützliche Daten sammeln? Ich konnte zahlreiche Signale aufzeichnen, als die Wächter einer nach dem anderen auftauchten. Unter der Oberfläche des Planeten gab es Energieströme, die sich von Monolith zu Monolith bewegten. Wir sollten auf der richtigen Spur sein. Untersuche diese Strukturen, die sich garantiert alle miteinander, die sind garantiert alle miteinander verbunden. Ich stimme deinen Scanner auf die Energiesignaturen von Wächtern ab. Wir sollten unsere Beute bald haben. Viel Glück, ich melde mich auf der anderen Seite. Okay.
Ach so, ne. Dingen sollen wir rufen. Fliegen wir rein. Oh, die Lacta war da nicht schlecht. Ja, aber damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.